Die Tastenpolizei. Ja, moin moin liebe Leute, zu einem kleinen Special. Klein in Anführungszeichen, denn das Ganze wird riesig groß. Ihr seht unten schon die Zeit, das Ganze wird, naja, wenn das so läuft wie gedacht, läuft das wahrscheinlich über eine Stunde. Das ist ja wurscht. Es geht um Hell Yeah! Hell Yeah! Der Zorn des toten Kanickels. So, unser Halloween Special, beziehungsweise mein Halloween Special für euch. Eine extra lange Episode, nicht direkt ein Let's Play, sondern Let's Spiel einfach mal so an einem Feiertag. Es ist Halloween und was könnte man sich Gruseligeres vorstellen als ein totes Kanickel mit Sägeblatt um die Hüften, um sich, um den Hals, um alles eigentlich. Hell Yeah heißt das Spiel, ist von Sega, ist noch gar nicht lange draußen und ich freue mich tierisch. Seit ich die ersten Sachen dazu gesehen habe, freue ich mich tierisch auf dieses Spiel. Vibration 1, ja, das mag ich ganz besonders. Grafik, Grafik ist 1, ja, genau. Das ist auch sehr gut. Steuerung interessiert uns überhaupt nicht. Ein Fragezeichen und ein leeres Kästchen, was auch immer das leere Kästchen dazu bedeuten hat, weiß ich nicht. Und das Fragezeichen weiß ich auch nicht. Gut, alles klar, wir gehen in ein neues Spiel, denn wir wollen ja das sehen. Oh, Daddy, who? Oh, Payback, Zahltag. Ja, ich glaube, es gibt keine bessere Prämisse, ein Spiel zu starten als diese. Es ist einfach so geil. Wir sind Prinz Ash, der Todeshase, der über die Unterwelt regiert scheinbar und wir wurden von einem Paparazzi fotografiert, während wir mit unserer kleinen Gummiente, dem Ducktater, in der Badewanne lagen und das haben 100 Monster gesehen und jetzt müssen wir diese 100 Monster töten, um Beweise zu löschen. So, super! Ein Aufzug ins Nichts. Und wo sind wir überhaupt, meine Lakaien? Schauen Sie sich wohl meine geklauten Bilder an. Das werdet ihr noch bitter bereuen. Wo sind meine königlichen Waffen? Kämpfe vermeide ich jetzt wohl besser. Ja, also wir müssen Waffen suchen. Ihr seht, das Ganze ist ein Jump'n'Run. Ich spiele es, wie man ein Jump'n'Run eben spielt. A, springen, Joystick lenken. Geht auch. Nee, Digipad geht nicht. So, ich befürchte, das sind Gegner, deswegen ignoriere ich die jetzt mal gekonnt und sammle dieses Zeug ein. Ist da wer? Du wirst Hilfe brauchen. Das ist unser Ziel. Interessant. Oh, was ist das? Und was? Ich finde es gerade cool, dass hier alles aus Feuer ist und man ausnahmsweise mal nicht daran kaputt geht, dass man in der Nähe. Aua! Von Feuer ist, sage ich noch, und dann kommt gleich unten Vieh. So, da links am Level, Quatsch, am Level, am Bildschirmrand wird wohl unsere Energieanzeige sein. Ich gehe jetzt noch ein bisschen vorsichtig vor, weil hier ist so viel, was man sich ansehen kann. Es sieht fantastisch aus. Es ist so viel, was man sich hier ansehen kann, dass man kaum dazu kommt zu erkennen, was Gegner und was Landschaft ist. Ich finde die Sprachausgabe sogar. Hey Nestor, mein treuer Diener, endlich ein bekanntes Gesicht. Hallo Sir, wie geht es euch heute? Der Kater ist hoffentlich nicht so schlimm. Testen wir doch mal die Nüchternheit. Wisst ihr, wie man rauszoomt? Was für eine Frage, na klar. Ich bin schließlich der Prinz der Hölle. Also, wie geht das Zoom noch gleich? Mit dem rechten Button verkleinert man die Ansicht, Sir. Arrogant wie der Vater, das wird ein langer Tag. Miau. Miau. Ah, oh, ah, okay, gedrückt halten. So kann man also rauszoomen. Ich kann mich aber im Zoom mit keinem Joystick und dem Digipad irgendwie umsehen. Naja, okay. Also, ein gerader Sprung nach unten. Doch nicht so gerade. Egal. Oh, was ist das? Das ist etwas, was man, oh, Wasser. Oh, nee, Quatsch. Ih, Wasser. Ich bin ein toter Hase. Was soll ich denn mit Wasser? So, was ist das denn? Igitt. Das sind Ärsche. Poi, poi.
Haha, der bringt dich nackt. Hey, was? Wer wagt es? Du bist nackt. Du kannst mir nichts tun. Ich bin hinter dir einer Wand. Wände kann man einreißen, genau wie dein Gesicht. Ich komme wieder. Oh mein Gott, ich liebe Sega. Das ist der Grund, warum man Sega einfach lieben muss. Okay, das sind wahrscheinlich böse Sachen, deswegen gehe ich da jetzt mal dran vorbei. Ja, so viel zu dem Kontra vorbeigehen. Aber wir haben ja noch relativ viel Leben, so wie es aussieht. So, immer schön die Dinger einsammeln, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür die sind. Bestimmt irgendwie Währung oder so. Ach, da ist er wieder. Hey Nestor, du hast noch mehr nervige Kommentare, wie hier alles funktioniert. Nein, Sir. Ein Geschenk von eurem Vater. Von dem Toten, ne? Ihr wisst doch von seiner geheimen Liebe auf das Aufmotzen von Gadgets. Oho, oho. Bitte sagt, dass ich damit Monster zu Brei schlagen kann. Will haben! Mit rechten Trigger und linken Joystick könnt ihr Wände und Gegner zerstören. Zieht los, Gadgetmeister. Oh Gott, dammit! Ich kann nicht spielen, ich muss Headbang. Geil! Ich habe eine fucking Kettensäge um mich rum. So, aha! Poi poi. Ich sag's nur sehr ungern, aber ich werde dich töten. Ah, hier geht alles kaputt. Ah, das ist. Ey, komm zurück. Ich will alles töten. Alles, alles, alles um jeden. Also 100 Monster muss man töten. Und ich nehme mal schwer an, dass diese kleinen Viecher hier nicht zu den Monstern gehören, weil sonst wären wir ja schnell fertig. Aber bestimmt dieser Poi-Poi, der gehört garantiert dazu. So, das ist noch ein bisschen schwierig zu steuern gerade. Wenn ich nicht dran gewöhnt. Was passiert bei den... Achso, ich brauche gar nicht gedrückt halten. Nur wenn ich bei den Wänden da durch will. Oh, da ist er schon, oder? Das ist die Stelle. Oder war da... Nee. Ah, ich muss alles sauber machen. Da ist er. Sau. Komm her. Na. Ah. Wie geht's? Ah, okay, alles klar. Also wir haben ein Monster gekillt und damit ging der Level, die Level-Tür auf. Wusstest du, dass du mit AT sägen kannst? Ja, das mache ich ja. Neues Monster im Monster-Index. Oh, da muss ich reingucken. Ah, hier, Metroid-mäßig, eine Karte. Monster, was haben wir hier? Anpassung, Kopf anpassen. Oho. Oh je, da gibt's viele, aber ich habe ja noch keins. Und die Säge kann man auch anpassen. Na geil. Okay, aber zuerst mal Monster. Manchmal, wenn du gegen Freunde spielst und ihnen Müll auf ihren Bildschirm schickst, geht etwas davon verloren und landet hier. Von da an geht's bergab. Okay. $20. Ach, die Mucke, ne? Warum? Warum? Warum muss die Sega Deutschland nur zumachen? Und warum... Warum ist Sega kein Konsolenhersteller mehr? Ach, das ist alles so traurig. In solchen Momenten... würde ich mir so wünschen, wenn wieder mehr Sega-Zeug rauskommt. Und zwar wirklich ihr Sega-Zeug. Dieses völlig irre. Das war gar nicht so schlecht, aber es gibt denn hier nichts, ne? Nö. Moment, da will ich rein. So, und hier gibt es auch Diamanten. Die werden unten in meine Schatztruhe angezählt, okay. Gegner auch? Ne, Gegner nicht. Oh, was? Ah! Beamer Blaster on! Ah, Beamer Blaster! Batterie aufladen. Okay, hab's geschafft. Boah. Okay, da ist das Monster. Splattersaw Ernesto Stanford hieß die. Okay, eine Scheiße. Ein Scheißhaufen mit einer Säge auf dem Kopf. Was zur Hölle? Ernesto wurde immer von den fiesen Kindern in der Höllenschule rumgeschubst. Dann hat er angefangen, sein Pausengeld für eine kleine Modifikation zu sparen. Siehst du sie? Das neue beste Spiel der Welt. Yeah. Gib mir all the money. Oh, noch ein Monster. Das geht ja zack, zack.
Achso, oh. Hab ich fast versaut. Ich dachte, es wäre wieder so ein, immer so ein Button-Mashing. Cool. Ich hab den Weg freigemacht. Die guten alten Höllentore haben sich, laben sich an gepeinigten Segen. Ich mag sie. Seelen, Segen. Ich höre mich selbst nicht, das ist das Problem. Ich muss meinen Ton leiser machen. Die Türen zeigen an, wie viele Monster ich befreien muss. Dann öffnen sie sich, hoffentlich. Alles klar, oh ja, das ist groß. Ja, es... Es erinnert echt so ein bisschen an Metroid. Ich bin's nur, Sir. Dürfte ich Ihnen wohl das Radar vorstellen? Oh ja, bitte. Ich bitte darum. Aua. Radar? Was zur Hölle soll ich denn damit anfangen? Sehe ich etwa so aus, als wollte ich 7 magische Steinchen oder so sammeln? Ja, ja. Auf dem Radar seht ihr, wo sich Monster befinden. Äußerst praktisch, Sir. Und da haben wir jetzt das Radar. Das ist ja super. So, da will ich hoch. Ich will zuerst hier hoch. Oh. Darf es nicht berühren. Karnickel und Elektrizität vertragen sich nicht. Darum kümmere ich mich besser von Weitem. Also, ist dein Feind unverwüstlich? Geh shoppen. Ja, gerne. Wo ist ein Shop? Moment. Ah. Miss Fountain, ich weiß, wer du bist. Du bist der verfluchte Prinz. Für dich bin ich immer da. Okay, das ist schön. Aber was bist du denn? Hä? Ach so. Ah, hier werde ich geheilt. Bei Miss Fountain werde ich geheilt. Alles klar, muss man sich merken. Uiuiui. Da ist ein Gegner. Den will ich aber noch nicht. Moment, Moment, Moment. Das geht mir ja alles ein bisschen zu... so ging das. Ah, geht noch nicht, kann ich noch nicht durch, alles klar. Da ist das Exit. Okay, irgendwo habe ich den Shop vergessen. Ich dachte eigentlich, er wäre hier oben, aber... Nee. Okay, ich sehe schon, ich muss wieder runter. Zack. Oh, hier ist auch noch lecker Zeugs. Aber verdammt, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hier irgendwo der Shop ist. Gut, dann nicht, aber wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen Geld eingesammelt, das uns sonst durch die Lappen gegangen wäre. Welches wir wahrscheinlich jetzt auch, wenn wir den Shop denn mal finden, gut gebrauchen können. So. So. Okay, dann muss es hier hinten sein. Und ich muss den Kameraden hier. Genau. Let's crush. Oh fuck. Igitt. Schauen wir uns mal. Ist der geil! Ist der geil! Was ist das? Was? King Crabstick, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wo war denn der? Habe ich aus Versehen platt gemacht, oder wie? Du wärst auch angepisst, wenn du ein Riesenauge wärst und an Wänden hoch und runter kraxeln müsstest. So viel Staub und Spinnenweben, da wird man nie fertig. Und das ist der hier. My Rune ist genauso gestorben, wie er gelebt hat. Lächerlich bekleidet. Der ist geil. So, jetzt aber hier, wo ist der Shop? Das sind so viele Details, in denen man sich einfach gerade... Ich kann mich an den gerade nicht satt sehen. Ich habe gerade völlige Reizüberflutung. Nee. Ich will nicht zurück. Aber den hier will ich noch platt machen. Okay. Oh, das fort schon wieder? Ja, aber ich bin ja noch fit. Was haben wir hier? Ah, da geht's weiter, wie es aussieht. Wenn man alle besiegt hat. Aber dafür muss ich hier erstmal einen Shop finden. Na komm, buddel ich durch. Ah, ein Shop. Und das habe ich noch nicht offen. Das ist aber blöd. Oh. Moment, das Zeug nehme ich hier noch. Da will ich noch nicht rein. Erstmal gucken, Geld ausgeben. So, Missiles, kauf mich. Kostet 100, ich habe 1000, ja klar. Errungenschaft, bewaffnet und gefährlich. Armed and dangerous. Ah, okay, hier gibt es Skins für mich, die ich mir kaufen kann. Oh, die sind ja alle ziemlich günstig. Alter, was?
Okay, die wird gekauft. Die sieht sehr cool aus. Ach, das ist gesperrt. Alles klar, ich kann mir nur eine bestimmte Menge kaufen. Und ich würde sagen, mein Gott, wozu hat man denn das Geld? Ich bin so ein Mensch, der spart nicht gerne. Im wahren Leben. Und wenn ich hier für 10 Gold gerade mal hier so einen Skin bekomme, warum nicht? Schön alles mitnehmen. Donut, aha. Hax habe ich und der Rest ist noch gespart, deswegen komme ich sowieso nicht in die Bredouille, zu viel Geld auszugeben. Ja, sieht gut aus. Alles klar, verlassen bitte. Oh, fuck. Schießen. Alles klar, nee, aber Moment. Nee. Hier Select. So, ich möchte mich nämlich ein bisschen anders darstellen. So, Donut ist ja doof. Wo ist denn die Axt? Da ist die Axt. Okay, die Axt und Hunterhut. Ich sehe mich eher wie so ein demokratischer. Sehr gut. Alles klar, so, Missiles. Wie schieße ich? Rechter Stick und Kiss my ass. Was zum Sehr gut. Und damit wäre die Tür offen. Schön, schön. Und wir haben den Ober-Big-Boss hier gekillt. Oh, oh, scheiße. Nein. Oh. Das erinnert jetzt auch schwer an Castlevania. Okay, das war blöd, aber genau hier wollte ich hin. Es ist einfach zu verlockend. So viel Geld. Alles klar, so, gehe ich hier durch? Ja, ich gehe hier durch. Oh ja, guter Plan. Hier ist jede Menge Kohle. Da, wir haben die Kohle, die wir eben ausgegeben haben, schon wieder drin. Wermski, wunderbar. Da komme ich gar nicht hin. Was? Im Umgang mit Gehirnen empfiehlt sich rohe Gewalt aus der Ferne. Wenn man nur eine Taste drückt, gibt es kein richtig oder falsch. Stimmt's? Ja, stimmt's. Oh, was? Ach so. Juhu. Hey, guten Abend. Of Doom. Hä? Wie lange lebt ein totes Kanickel im Durchschnitt? 7 Jahre, über 9000! Achso, what the fuck, wäre richtig. Of Doom. Ja, dann, what the fuck. Und damit wäre die Tür da oben offen, oder? Genau, Level-Tor geöffnet. So, aber ich möchte zuerst mal noch schauen. Hier zum Beispiel. Zane liebt sein Leben als Fliege in der Hölle. Die Auswahl beim Abendessen ist immer enorm. Besonders hat er sich auf die Überreste von Splattersaw gefreut. Aus welchen Gründen auch immer. Wer war Splattersaw? Ich gehe jetzt. Okay, und hier Tuft Wayne. Dr. Immer. Der berüchtigste Milliardär der Erde hat behauptet, der schlauste lebende Mann zu sein. Als er dann aus steuerlichen Gründen ein Jahr lang seinen Körper verließ, erlitt sein Hirn einen fatalen Stromausfall. Was? Ja, die Tür ist auf. Worauf wartest du? Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich beeil mich ja schon. Nee, Moment. Zurück. Gehe zum Boss. Ach, das war doch gar nicht der Boss. So, weil ich möchte wissen. Oh. Nee. Kann man auch noch nicht machen. Gut, dann gehen wir hier raus. So. Yay, Heilung. Und Boss-Tür. Total hilfreicher Tipp war übrigens toll. Der war auch vor allen Dingen so kurz, dass man ihn einfach nicht lesen konnte. Selbst wenn er Feugogo oder Fügogo. Autsch, das tut weh. Diese Decken hängen viel zu tief.
Was sagt die Arbeitssicherheit denn dazu? Dafür ist es schon zu spät. Sonst ist aber nichts passiert. Och, es geht schon. Danke der Nachfrage. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin gerade erst gekommen, zum Bosskampf. Mein erstes Mal, um genau zu sein. Ich komme nur wieder, ich komme nur weiter, wenn ich dich besiege. Das ist ja schade. Du bist eigentlich nett. Wollen wir? Wir sollten wohl, ja. Halt! Meine Bilder! Hast du die? Bilder? Ich fürchte nicht, nein. Wäre auch zu schön gewesen. Also, packen wir es an. Soll ich vielleicht mit ein paar furchterregenden Geräuschen anfangen? Meinen Freunden zufolge ist meine Bossstimme ganz ordentlich. Oh, die ist ganz okay. Hallo. So. Okay, das funktioniert nicht. Ist ja heftig. Ja, Munition ist leer. Geht bloß weg von mir. Oh oh. Hey! Was kannst du nicht machen? Oh, ist das doof. Okay, er hat fast die Hälfte. Oh, was? Warning. Ah, nee, gut, dann, gut. Wenn irgendwas blinkt, dann bin ich direkt dabei und will dahin. Das ist gemein. So, ich bin fast im Eimer. Was? Was macht der denn da? Rennen! Na, Mist. Einfach abgehauen. Und noch eine Etage tiefer. Hui. Piu. Was ist das? Eintreten. WTF. Naja, das war jetzt... Was? Hä? Oh, wir müssen den ganzen Bosskampf nochmal machen. Das ist ärgerlich, aber ich wusste jetzt halt auch nicht, dass ich, da drin Schaden nehme. Das ist ja doof. Boah! Mann, der hat mich das erste Mal schon erwischt. So ein blöder Mist. Mehr Schaden, mehr Schaden, mehr Raketen. Need more rockets. Okay. Sehr gut. Erste Ebene durch. Auf zur zweiten Ebene. Weiter geht's. Ah, keine Munition. Das ist aber auch ein bisschen komisch. Ich kann ihn nur mit den Raketen treffen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Weil, sie gehen so schnell aus. So. Oh, da hat was. Ach, verdammt. So, jetzt diesmal schneller rein, rüberziehen und schießen. So, jetzt verlassen. Das hat ja super funktioniert. Okay, hier haben wir nochmal so ein Ding wahrscheinlich, genau. Ah, Prinzip verstanden. Nein, komm hierher. Komm jetzt sofort hierher. Ah, komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Sehr gut. Und tschüss. Muha, mein Plan verläuft ganz prächtig. Bis jetzt. Hey, was war das denn? Na los, Junge, Augen zu und springen. Nee, erstmal wird hier noch ein bisschen abkassiert. Yay! Und zwar genau wegen sowas. Ist doch klar, dass da noch irgendwo ein Geheimnis rumliegt. Nein, nicht nochmal rein, das bringt jetzt nicht so viel.
Und Handtasch ist online. Hallo Handtasch. Da geht's auch noch lang. Oh, das ist ein Geschenk. Geht noch nicht. Doch, das geht. Geheimes Geschenk. Du hast einen Hut gefunden. Für mehr tolle Dinge sieh dir das Anpassungsmenü an. Sehr cool. Ist ja wie Weihnachten. Ja, ist ja auch schon bald. Bam. Erster Level geschafft. Zweiter Level. Hier sind wir. Und da kommen wir noch nicht durch. Alles klar. Miss Fortune, heil uns. Dankeschön. Nestor? Du schon wieder? Dich wird mir ja aber auch gar nicht los. Sehe ich etwas aus, als bräuchte ich Hilfe? Euer Vater hat mich darum gebeten, seinen Erben zu beschützen. Es ist mein Job, euch nachzustellen. Okay, lass mir das. Hast du noch ein Geschenk? Das letzte war ziemlich cool. Ich lebe, um zu dienen, Sir. Es ist mir in der Tat gelungen, euch einen neuen Gegenstand zu besorgen. Ah, da kommen wir bestimmt durch die braunen Wände. Abgefahren! Und wenn es mir nicht gefällt? Wechselt mit LB zwischen euren Waffen. Und alles ist wieder in Butter. Okay, neue Superknarre, leg los. Cool, eine MG und mit... Genau, mit LB wechsle ich dann zu den Raketen wieder. Kann ich damit jetzt hier durch? Nein, kann ich nicht. Gut, das ist also immer noch nicht das, was wir eigentlich dann am Ende brauchen. Ah, scheiße. Zu spät gerafft. Aber ich bin sowieso eher so der MG-Mensch als der Rocket Launcher-Mensch. Die Dinger sind mir meistens zu langsam. So, okay, ich bin bereit. Oh. Das meinte ich eben mit so viel Details. Ich habe den Gegner einfach nicht gesehen. Der ging irgendwie voll unter. So, auf ein neues. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, weil man erst mit dem Stick zielen und dann schießen muss. Statt umgekehrt. Ich kann umgekehrt halt gar nicht schießen. Ich muss erst den Stick bewegen, bevor ich schießen kann. So, jetzt. Sauber. Das haben wir super geschafft, gespeichert wurde auch. Da ist ein Shop, wir brauchen noch zwei Gegner. Die sind mir garantiert nicht wohlgesonnen. Das war jetzt... Ah, ich will doch da rein. Das war Schießwerk dumm. Das auch. Der ist eklig. Moment, ich glaube, da hole ich wieder besser meinen Raketenwerfer. Um ein bisschen mehr Schaden auszurichten. So. Okay, das macht überhaupt gar keinen Schaden. Also eins kann ich dir versprechen, du gehst vor mir kaputt. Hä? Honey, I'm home. Oh oh. Au. Ja, und damit haben wir das Tor aufgemacht. Wow, diese blöden Käfer haben jetzt sägeresistente Schilde. Clever. Aber ich habe panzerbrechende Munition. Prinz zu sein ist toll. Nein, erst zielen, dann schießen. Warum merke ich mir das denn nicht? Okay, wo ist Miss Fortune, wenn man sie braucht? Ja, da ist sie. Sehr gut, wieder frisch.
Oh, schau dir diesen Loser an. Wartet auf was eigentlich? Sicher meine Bilder. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Was ist das? Ach, nee, halt. Oh. Ach, genau, da ist jetzt da unten die Tür aufgegangen. Sehr gut. Na, hoch. So. Ah, nee, halt, scheiße, Alter! Die sind hart. Was war das denn? So, erstmal wieder gucken. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Obwohl er für seine Höflichkeit bewundert wird, möchte der Verband der Hell Yeah Bosse ausdrücklich darauf hinweisen, dass Luther keinesfalls die zukünftige Haltung dir gegenüber repräsentiert. Okay, Bomberbee. Er sieht vielleicht nicht so aus, aber Kelsey ist eigentlich ein echt cooler Typ. Hättest du mal nett gefragt, wäre er sicher ganz höflich zur Seite getreten, ohne einen solchen Terz zu machen. Tja. Partybot. Ein Typ, der aus allen Situationen das Beste rauszuholen versucht. Leider ist in der Hölle selten jemand in der Stimmung für Karaoke oder Charade. Das ist allerdings durchaus wahr. Haben alle eher so ein bisschen ernst. So. Sehr ernst hier, generell. Ab hinunter und ab hier durch, vor allen Dingen. Denn jetzt sind wir in der... Was? Explosive Zone, do not kiss. Do not kiss? So, das wollte ich tun. Ab in den Süden, sagt uns die. Da kann ich auch noch nicht durch. Oh, scheiße. Ah, verdammt. Hab ich doch noch getroffen. Was? Oh nein! Oh Gott, was ist das denn? Erstmal Zeugs einsammeln. Da ist ein Geschützturm. Da sind Geschütztürme! One down, two down, last one down. Sehr gut. Der ist hier aber auch nicht. Und den Gegner da unten müssen wir erst platt machen, bevor wir hier durchkommen. So, auch kaputt. Autsch. Unfassbare Schmerzen. Autsch, unfassbare Schmerzen. Und Munition alle. Na komm. Quick-Time-Events. Sehr gut. Auch das hätten wir geschafft. Wie viel brauchen wir hier? 12. Alles klar. Was? Glückwunsch, du hast gerade etwas echt Cooles freigeschaltet. Schau es dir mal an. Du hast den 10. Monster getötet. Dir öffnet sich nun The Island. Eine Welt voller Möglichkeiten für dich. Schon mal gefragt, was aus den toten Monstern wird? Lass sie für dich arbeiten. Hat mal so richtig Spaß. Zu schnell Geld und Gegenstände ranschaffen. Leite deine Fabrik. Monster werden Gold sammeln. Löcher machen und zur Insel gehen. Ja klar, wir gehen zur Insel. Das klingt ja fantastisch. The Island. Willkommen auf der Insel. Hier findet ihr alle Monster, die ihr im Spiel nun ja getroffen habt. Monster sind faul. Lasst sie für euch arbeiten. Sie könnten euch sogar Geschenke bieten. Na, das ist ja fantastisch. Ah. Und das ist der Vortex. Eure Monster kommen hier an und erwarten Anweisungen. Quasi das Arbeitsamt von Hell Yeah. Darf ich vorstellen, Mr. Tentacle. Er ist euer persönlicher Monstermanager. Nett, nicht? Guten Morgen, Gebieter. Lasst mich euch kurz erklären. Das sieht ein bisschen aus wie ein dreckiger, böser Patrick Star. Wie es mit diesem, wie mit diesem Monster umzugehen ist. Arbeit zuweisen. Ja, Arbeit
Wo ist der Unterschied zwischen Y und X? Da wären wir. Von hier aus könnt ihr alles ganz leicht verwalten. Perfekt. Die Mine, das Herrenhaus, das Labor und den Hafen. Tolle Dinge. Da ist ganz viel los. In jeder Zone erhaltet ihr ein bestimmtes Geschenk, das euch im Hauptspiel hilft. Eine Mine bringt Geld. Im Herrenhaus gibt es Blut. Das Labor fügt den Laden Dinge zu. Im Hafen warten Überraschungen. Weist einfach Monster in den Gebieten zu. Mit linkem Stick legt ihr an dem Schieber fest, wie viele Monster in jede Zone sollen. Anschließend bestellt ihr eure Wahl mit A. Na los, probiert es. Kann ich schon überall? Nee, ich kann nur bei Blut und... Ja, 10 habe ich. Dann machen wir mal... Ja, Geld ist immer gut. Machen wir 7 dahin. Und Herrenhaus machen wir Blut, 7 dahin. Okay, traurige und fröhliche Kuschelmonster. Fröhliche Kuschelmonster und traurige Miesmonster. Das ist süß. Okay, dann mal los. Alle Monster sind fleißig. Gute Arbeit. Ihr könnt die Insel jederzeit verlassen und oder zurückkommen, um euer Geschenk abzuholen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Monstern bei der Schufterei zuschauen. Drückt einfach mal B und lehnt euch zurück. Chef, Chef, es passieren merkwürdige Dinge. Es öffnen sich neue Zonen. Seht sie euch an. Achtet auf das New-Symbol. Wählt die Zone mit Joystick und drückt X. Viel Spaß, Gebieter. Jetzt wäre ich gerne an eurer Stelle. Das weiß ich noch nicht. Ach du Scheiße, passiert hier viel. Das ist Strand. Pass gut auf. Miese Monster auf. Sie brauchen Ruhe. Na, das haben wir ja schon. Das ist ja hübsch hier. Oh, was ist das hier? Ja. Coco, yeah. Hier ist doch gar nichts. Nee, Moment. Also, ich habe da nichts gesehen. Das ist alles in Ordnung. So, Mine. Schauen wir da mal rein. Ja. Los, los. Finde ich sehr gut. Das ist ja fantastisch. Monster scannen. Achso, dann bekommt man dasselbe nochmal. Oh, was? Ey, das ist schlichtweg absolut fantastisch. Saugut. Was haben wir hier? Beruhige deine... Achso, hier stehen immer... Lakaien. Okay, ich verstehe das. Hier kommen beruhige deine miese Monster, also die Superbösen. Das wird es ihnen zeigen. Die, muss man wahrscheinlich die Monster, die man irgendwo angestellt hat, entweder da reinbringen, wenn sie böse sind, oder hier, wenn sie mies gelaunt sind, damit die wieder auf andere Laune kommen. Alter, das ist ja richtig geil. Das gibt dem Ganzen noch so einen Strategieanteil irgendwie. Okay, das ist sehr fies. Da würde ich gerne zuschauen, wenn das, wenn ich das mal benutzen muss. Herrenhaus, Essen satt. Verleiht ihr im Hauptspiel Energie? Dann wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn schon? Noch nix nehmen wir an, ne? Ach so, die machen sich persönlich selbst zum Futter. Na, ist ja niedlich. Cool. Damit haben wir alles angeschaut, ne? Außer Labor und das hier, das können wir noch nicht machen. Gut, gehen wir hier wieder raus. Das ist extrem geil. Das gibt nochmal so ein bisschen... So ein bisschen nebenbei irgendwie was zu tun, statt einfach nur rumzurennen, zu ballern und zu sammeln. Total geile Idee, finde ich. So, erstmal nach oben. Ah, das ist hier doch nicht so cool, wie ich gedacht habe. Hä? Das ist Portal! Wie geil ist das denn? Da ist der Portal-Gegner. Hier, Wheelie. Wisely. Boah, ich habe Portal zu wenig gespielt. Portal 2 meine ich. Portal 1 habe ich gespielt. Yeah! Oh, geil.
Igitt. So, Münzchen einsammeln. So, hier ging auch ein Aufstuhl vor allen Dingen. Toll. Ich hätte mir das alles sparen können. Moment mal. Hallo. Wie sehe ich denn gerade überhaupt aus? Fällt mir mal gerade so spontan auf. Ich bin noch kein Minenarbeiter. Was lasse ich andere machen? Ich bin hier der weise Mann vom Berge. Ah, goddammit. So, jetzt aber. Fahrstuhl, komm runter. So. Die sind mir noch etwas unsympathisch. Nette Feinde kann man nicht sägen. Gut, dann werde ich gleich mal springen. Ah, genau das habe ich mir gedacht. So. Hier kann man gar nicht weiter, wunderbar. Was ist das denn? Nein, ich wollte nur bestätigen. Oh, das war jetzt dumm. Okay, man kann weder mit der Kreissäge durch, noch kann man sie abschießen. Man muss da einfach schnell durchflutschen. Das ist natürlich, blöd gelaufen. So, dann will ich jetzt aber zuerst hier runter. Aha. Sieh sich doch einer diesen Feigling an. Ein Roboter hinter einem Schild? Es wird mir ein Vergnügen sein, auf seine Schwachstelle einzuprügeln. Oh, der sieht schon eine Nummer härter aus als der, den wir gerade hatten. Was habe ich? MG habe ich. So, alles eingesammelt. Ah, alles klar. Der ist immer nur von oben angreifbar. Das war dumm. Alter, was war das denn? Ich habe nicht mal den Joystick angefasst. Ich bin gerade... Alter! Och, Menno! Was war das denn? Ich habe den Joystick überhaupt nicht berührt und bin einfach nach vorne gerollt. Das ist nicht so cool. Ja, bla bla, nochmal. So, aber es lief ja schon ganz okay. Es ist scheiße schwer, sich hier auszu... Ich drück den Bewegungsjoystick überhaupt nicht. Ich bin dann nicht mal in der Nähe. Das Einzige, was ich benutze, ist hier, den rechten Joystick. Mehr mache ich nicht. Das war ja fantastisch. Na komm, in Reichweite. Let's crush! Bam! Excellent! So war das geplant. Ah, genau, hier war ja auch noch ein Tor. Oh Gott, so viele Wege. Okay. Also, das hier haben wir geschafft. Den Plattformkäse haben wir noch nicht geschafft. Ich will aber wissen, was da oben ist. Bevor... Nein! Oh! Bevor ich in die andere Richtung gehe. Unten durch die Türe, die ich gerade geöffnet habe. Na komm. Ja, sorry. Alter, ich will doch nur weg davon. Okay. Oh. Nee. Erst zum Miss Fortune. Puh.
Yes, Geschenk. Eine Weihnachtsmütze. Naja. Ach, warum nicht? So. Ja. Nee, hier nicht hin. Dahin. Und zwar ganz flott. Zack. So, wir sind im neuen Gebiet. Und hier ist auch ein Misswatch. Verdammt. Und Nestor wieder. Verlaufen? Mach die Karte auf mit Back. Ratlos? Mach die Karte auf mit Back. Hungrig? Depressiv? Die Karte hilft immer. Sehr gut. Kann ich den kaputt schieben? Ja, kann ich. Exzellent. Was haben wir hier? Hm. Nichts Besonderes, aber hier geht es schon wieder so viel, großflächig weiter. In alle möglichen Richtungen. Dabei habe ich ja noch nicht mal die andere Richtung erkundet. Zack. Ja. Oh Gott, was ist das? Also es helfen weder Raketen noch MG. Ich springe da jetzt mal großzügig drüber. Aber das könnte helfen. Scheiße. Ah. Herrlich. Ja, da geht's also wieder weiter. Ah, aber ich will da doch noch nicht hin. Ich will doch erstmal noch woanders hin. So, wo wir nämlich noch gar nicht waren, ist. Hier. Huch. So, okay, langsam gewöhnt man sich auch an das Schussverhalten. Auch wenn es immer noch ein bisschen hakelig ist. Weil gerade springen und schießen gleichzeitig geht so gut wie gar nicht. Ach, ihr fliegt ja wieder. Ah. Auf der Karte seht ihr immer, wo die Post geht. Öffnet sie mit Back. Ja, ich weiß es doch. Mole Arms. 01 01 1 0 0 0 0 0 1. Schlafmodus 00 01 00 1 00 1 1 1 0 1. Faule Socke entdeckt. Böser Roboter träumt sich von flauschigen Kanickeln. Angenommen, 0 steht für keine schnelle Bewegung oder ich wach auf und mach dich fertig. Wofür steht dann 1? Vielleicht für, oder doch nicht? Beamer Blaster on. So, Beamer Blaster, jetzt geht's da richtig ab. Have fun. Spratz. Immer wieder sehr schön anzusehen. Gut, wir haben einen weiteren Gegner gefunden. Das ist. Ach, und hier geht's noch weiter. Moment, aber. So, dich lasse ich nicht ungeschoren davon. Komm! Ah! So, alles klar, hier sind Spikes. Ah, und noch ein Geschützturm. Das war pures Glück. So, dieses Glühne, nein! Zu viel an die Decke geguckt. So, weiter. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob ich hier überhaupt hin muss. Aber ich gehe trotzdem hier hin. Dankeschön. Oh, oh, das Arschloch. Nochmal. Wobei die Stelle hier irgendwie wesentlich schwerer ist, als die Stelle, an der ich eben einmal kurz war. Eigentlich könnte ich auch da weitergehen, wo ich schon mal war. Schnell! So, sehr gut.
Nein, Mistvieh. Ha. Und er hat... Was? Oh, scheiße. Der nächste dicke Boss. Ach, nee. Ach, was? Ach, hier bin ich jetzt wieder. Das heißt... Irgendwas heißt das. Ich kann von Hand Säure aktivieren. Wow, der hat keine Energieleiste. Das war so klar. Was? Ausweichen. Du hier? Okay, ich muss Viechern ausweichen. Okay, es gab schon schwerere. Sehr gut. Das war locker. Gott, was für ein unglaublich fantastisches Spiel. So, das ist, also irgendwas davon war der Endgegner. Hier geht's. Eieiei. So, hier könnte man wieder rauf und dann bin ich nämlich genau hier, wo ich eben auch bei dem anderen Weg rauskäme. Und hier brauche ich noch zwei Gegner, damit man überhaupt weiterkommt. So, und hier haben wir... Oh, was ist das? Kroink. Kroink? Naja. Oh, sieh einen an. Hochwohlgeboren stattet uns unserer Fabrik einen Besuch ab. Was soll der Krach unbedeutendes Ding? Ich bin auch nackt. Es ist toll, die leichte Brise auf der Haut zu fühlen, was? Trotzdem spare ich für Klamotten. Da drüben gibt es einen tollen Laden. Ich bin nicht nackt. Im Ernst, hör auf damit. Nein, nicht schießen. Absensen. Da, oh, wir waren schon lange nicht mehr beim Shop. Arge! Und schon wird das ordentlich teuer. Grenades? Ich habe keine Grenades. Warum sollte ich die nachladen? Waffen-Upgrades. Soll deine Waffe stärker, besser und schneller werden? Schneller können wir sie machen. Okay, klar. Waffen-Upgrade geht immer. Missile-Upgrade kann ich mir nicht mehr leisten. Und jetzt werden die Skins auf einmal so teuer. Naja gut, das war ein kurzes Vergnügen mit dem Geld. Ich lade jetzt mal Grenades nach. Ich weiß zwar nicht wofür. Wahrscheinlich war es jetzt unnötiges Geld. Aber, ja. Was soll's, ne? Elvis-Tolle. Ach, die sind alle nicht so cool. 200 sind dann schon wieder zu viel für irgendeinen Quatsch. Ach, Tatsache, jetzt habe ich einen Grenade-Launcher. Naja, okay. Und jetzt werden wir hier vermutlich genau so tun müssen. Sehr gut. Bam. Damit wäre Kroink auch erledigt. Kroink. Komm ich hier hoch? Nee. Egal. So, wir brauchen immer noch einen. Und der könnte der hier sein. Wow, wow, wow. Auch wenn er uns jetzt noch nicht näher vorgestellt wurde. Aber es ist einer, definitiv. Was zur Hölle hat mich da jetzt getroffen? So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Warum? Und damit ist die Tür unten offen. Alter, ist das ein Quatsch! Erstmal rumgucken. Ist aber nichts. Tür ist auf. Was sich wohl dahinter verbirgt? Ja, das ist die große Frage. Lass uns rausfinden. Der nächste Level verbirgt sich dahinter. Und der sieht ja ausgezeichnet aus. Wir können uns aufladen. Aber wir haben gleich schon die Stunde erreicht. Aber ich bin ja gnädig. Und überziehe ein bisschen. Weil es wahrscheinlich bei YouTube jetzt noch nicht ganz eine Stunde ist. Das ist noch ein bisschen Vorlauf von meinem Counter. Der lief schon ein bisschen länger als die Aufnahme, von daher
Noch kann ich. Sir. 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 Ja? Ihr müsst die Säge hier lassen. Was? Am besten ohne Aufstand zu machen. Keine Waffen an diesem Bereich. Das habt ihr selbst so bestimmt. Was? Kommt nicht in die Tüte? Leider muss ich darauf bestehen. Ich werde sie inzwischen verbessern. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. WTF, ich will doch nicht meine Waffen abgeben. Das wäre ich ja schön bekloppt. Ich will nicht. Moment. Grenade Launcher. Super. Alle Waffen weg. Na, das ist ja schön, scheiße. Ja, nett. Und ich bekomme Gegner vor die Nase gesetzt. Jetzt erklär mal, was soll denn das? Du schon wieder? Wie machst du das? Weh, du verbietest mir noch mehr. Würde ich nicht wagen. Ich zeige euch, wie man an den Wänden springt. Oh je, Timing-Quatsch. Lass mich raten, ein Doppelsprung nahe einer Wand und zack. Ich hüpfe wie ein Flummi. Ein Doppelsprung, ja, Sir, nahe einer Wand. Aber ihr müsst die Taste gedrückt halten, es ist unerlässlich. Die Sprungtaste gedrückt halten, alles klar. Ich bin ja schließlich nicht blöd. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Army of Darkness. Ja. Man muss ja gar nichts selbst machen, merke ich gerade. Ich brauche einfach nur gedrückt halten. Weder lenken noch irgendwas. So lasse ich mir das gefallen. Das ist einfach. Was ist das denn? Oh, das ist kein Donkey Kong. Da kann man nicht reinspringen. Ihr seid irgendwie cool, aber ich mag euch nicht. Schieber? Hallo? Oh, ein Döner. Das wär's jetzt. Wie bitte? Wachen! Ein Eindringling ist hier. Schnitter zur Rettung. Los geht's. Du schmeckst sicher besser, als du aussiehst. Das finden wir gleich raus. Ja, wie denn ohne Waffen? Was? Wie kannst du es wagen? Meine königlichen Flammenwerfer beschützen mich vor solchen Rüpeln wie dir. Oh, die sind mir gar nicht aufgefallen. Diese dilettantischen Monster sagen einem auch noch, wie man sie besiegt. Heißen Dank. Ja, aber wie soll ich denn einmal Döner mit Schaf? Ja. Was ist das? Ach so. Ja, kann man ja vorher nicht wissen, ne? Autsch, was war das denn? Nein. Nochmal. Hä? Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Egal. Ja, das war so klar. Ja, das ist ja alles ganz toll und so, aber ich brauche eine Waffe, verdammt. Oh, scheiße, das ist... Oh, nein. Und auch ein neues. Also nicht zu ihr gehen, weil sicherer Tod. Aber wohin denn dann? Was denn? Ach. Oh. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in der Sprungsequenz auch erwischt werde, weil da kann ich ja... Autsch. Kann ich ja nichts machen. Nein! Ah, wie doof! Ätzende Stelle. Nochmal. Wenn ich es jetzt nicht gleich schaffe in den nächsten drei Versuchen, würde ich sagen, wir nehmen das Ding mal so hin, wie es ist. Und super.
Okay. Ist das hier eklig? Miss Fortune. Und ein Laden. Ja, ich habe kaum Geld. Ich habe nichts eingesammelt. Ich wollte jetzt nur da durch. Und es bringt mir auch nichts, weil ich habe ja keine Waffen. Was ist das? Mir stellt sich halt wirklich gerade die Frage. Das war einfach nur dumm. Aber es hat funktioniert. Ja, cool. Ich habe neue Monster gekillt. Problem bleibt weiterhin, ich habe keine Waffen. Und ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Nein, bin ich nicht. Weil ich hier wahrscheinlich schon längst Waffen haben sollte. Heile mich. So, jetzt sind wir definitiv schon mal über eine Stunde. Fuck you. Hundi ist unterwegs. Aber naja, mit Hundi kann ich... Ah! Mit Hundi kann ich leider... Doch, kann ich. Hundi, komm her. Wie gut. Ocarina of Time. Sau gut. Ja, auch das Vieh haben wir platt gemacht. Alles schön ohne Waffen, was ja löblich ist. Aber einen mehr müssten wir eigentlich noch schaffen. Und das wird vermutlich das Schaf sein. Wie auch immer man das schaffen soll. Scheiße. Oh, God damn it. Ja, das Schaf ist definitiv das letzte, das man hier noch töten muss. Wenn wir das getötet haben, können wir hier unten weiter. Ich schaue gerade auf die Uhr und wir haben jetzt auf meiner Uhr mit den Aufnahmen 5 Minuten nach einer Stunde. Das heißt, eigentlich sollte jetzt Feierabend sein, denn... naja, ist ja nur eine Stunde, ne? Die wir machen wollten. Ich komme hier gerade nicht mehr hoch. Was ist denn jetzt? Ah, geht doch. Interessanterweise nur manchmal. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Aha. Ah, oh, jetzt nervt's mich aber gerade hier. Okay. Wir sind... Nein! Nein, nein, nein! Oh! Alter. Ich krieg einen Herzinfarkt. Oh! Wir waren oben und dann... Fällt er doch mal runter. So, ob wir es noch schaffen werden. In dieser Aufnahme. Das Schaf zu töten. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde es selbstverständlich versuchen. Ach so, ich verstehe, wie ich es töten muss. Okay, nee, ist das, glaube ich. So und dann so. Genau. Nein. So. Ah. Nochmal. Hier bin ich. Wow. Sehr gut. Toasted. Ja, scheiße, das hätte ich vorher machen sollen. Auf die Idee hätte ich so vorher kommen sollen, dann hätte man sich jetzt den ganzen Rückweg gespart, der wahrscheinlich jetzt auch wieder richtig eklig wird durch die ganzen Zuscheinwerfer. Denn die sind jetzt natürlich nicht weg. Natürlich nicht. Alter! Was war das denn jetzt?
Yes, super, wir sind durchgekommen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch bis da hinten hin durch dieses neu geöffnete Tor. Und dann, ja, soll es das jetzt wirklich mal gewesen sein. Man muss ja auch mal zum Ende finden. Auch wenn ich das bei diesem Spiel gerade gar nicht will. Ich will jetzt weder aufhören zu spielen, noch möchte ich nur in irgendeiner Weise euch den Spaß dieses Spiels entgehen lassen. So. Oh, oh. Das ist ein... Wow, was ist das? Rampchip. Ich hab's genau gesehen, du hast die Prinzessin gerüstet. Dieser Kerl schießt scharf, aber besonders schnell ist er nicht. Hier ist Recycling angesagt. Oh oh. Ein Pfeil zeigt in diese Richtung. Aber das bringt uns leider nichts. Ja, das ist jetzt ein saublöder Zeitpunkt, um jemanden... Mann! Um jemanden aus dem Spiel rauszuwerfen. Euch in dem Falle. Was ist denn hier? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh, ich komme hier nicht durch. Ja, sieht schlecht aus. Fuck. Es funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Nee, funktioniert einfach nicht so, wie ich das möchte. Vielleicht ist jetzt doch ein ganz guter Zeitpunkt. Weil, ich habe gerade nicht so wirklich den Plan im Sack, wie ich den hier platt machen soll. Ja, und sterbe dabei. Bei dem Versuch, es zu tun. Ich würde sagen, wir nennen das Ganze jetzt mal ein Video, so Punkt aus, Schluss, Ende. Und ich empfehle euch, Pinkelpause, ja. Und ich empfehle euch ganz herzlich das Spiel Hell Yeah unter Steam oder auf Xbox oder PS3 euch zuzulegen, denn es ist ein fantastisches Ding, es ist sauwitzig, es spielt sich super und es kostet fast gar nichts. Im Steam ist es momentan im Halloween Sale, das heißt heute, wenn ihr das Video seht, an Halloween ist das ganze Ding für 6,50 Euro zu haben. Und Alter, Leute, 6,50 Euro für dieses fantastische Spiel, das so geil aussieht. Haut rein, schlagt zu, wie auch immer. Kauft euch das Ding. Und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen Halloween-Special zu. Yeah. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.